Die Jungs werden langsam auch alt und viel mehr als nostalgische Gespräche über die Schulzeit sind nicht mehr übrig. Ich glaube, der asozialste Bereich, an dem ich je in meinem Leben war, sind so Jungs umkleiden. Junge, wurden da Sachen gesagt oder gemacht. Sachen passiert. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in dieser Folge ReWorld. Jungs, wollen wir bald? Nach Hause? Sind jetzt auch schon fast 1 Stunde 45. Wenn wir 5 Minuten noch machen, haben wir eine perfekte Folgenzahl. Na wunderbar. Wie viele Folgen haben wir denn dann? Alle. Ja, das sind dann 7 Folgen. Ja, top. Das reicht dann direkt eine ganze Woche. Wow. Das ist eine ganze Woche Content. Nice. Heftig. Ja, also jetzt sind wir im Dezember, glaube ich, langsam. Ja, es kommen ja noch 5 Folgen von dir. Reverse Time Traveling, Alter. Ja, es kommen ja noch 5 Folgen von dir vorher. Und dann die 7 Folgen hier noch. Ja. Morgen kommt die Folge, in der Tom weint. Das ist richtig. Was? In der Folge morgen weint Tom. Oh. Jan, ich schreib dir übrigens eine Rechnung, ne? Okay. Glaubst du nicht, dass ich dir umsonst geholfen hab hier? Ja, wollen wir es nicht bei der Arbeitsteilung belassen oder hast du was zu beanstanden? Nein, ich stelle dir das hier in Rechnung, meine Arbeitsstunden, die ich für dich gemacht habe. Ha, safe. Muss ich dann auch beim Finanzamt machen? Ich hab keinen Vertrag unterschrieben, du kannst. Ja, noch nicht. Du kannst mir so. Aber die kriegst du dann. Du kannst mir so dick mein Kabel auf die Trommel rollen, du. Was? Okay. Du kannst mir mein Kabel beide auf die Trommel nicht rollen. Oh, je, Mini. Was passiert hier? Vor allem mein Arsch tut mir langsam weh vom Sitzen. Alles vom Sitzen? Ja. Komplex. Das kennt da jetzt nichts, der hat da Horn hat. Ja. Das macht er beruflich. Ich sitze wie auf so einem Schlitten. Darius sitzt beruflich. Ist gar nicht so falsch. Ja, ich bin ja schon von der Schule, oder? Auch immer sitzen geblieben. Fast, ja. Seitdem war sitzen geblieben? Jahr, fast, jedes Jahr. Ich war jedes Jahr versetzungsgefährdet. Ey, Alter. Oh, shit. Tom, wie sieht's bei dir aus? Plus die 8. Klasse. So plus die 8. Klasse war kritisch, weil ich da mega voll war. Ja, es ist aber immer so die 8., 7., 8. irgendwie. Ja, schon. Ja, 8. Klasse ist seltsam. Ja, Überraschung. Physik hätte mich fast zerlegt. Überraschung. Wenn Menschen in dem Alter sind, sind die nicht sehr zugänglich für Schule. Ja. Na Mensch. Das ist ja eine Überraschung. Dafür erstmal aus dem gewohnten Umfeld reißen, das wird's bestimmt besser machen. Ja. Was denn da? Du musstest auch noch nicht nachsetzen, ne? Das fand ich so krass. Ja, ich musste mal nachsetzen. Echt? Er musste mal nachsitzen. Ne, ich war ein richtiger Bad Boy, ich hatte richtig viele Mitteilungen auch. Ja, aber für nix und wieder nix auch die meisten davon, ne? Also das war doch immer... Ich war schon richtig schlimm, ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, die meisten Mitteilungen habe ich dafür bekommen, weil ich einfach konsequent keine Hausaufgaben gemacht habe. Ja. Safe. Weil ich das halt einfach nicht eingesehen habe. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich damit durchgekommen bin, warum meine Freunde das auch immer mitgemacht haben, dass ich von denen Hausaufgabe abgeschrieben habe. Also hast es, aber dann hast du es ja doch noch gehabt im Unterricht. Weil ja, bei mir, aber manchmal halt ja, einfach aber, gar nicht. Ja, aber manchmal bist du halt auch einfach erwischt worden und manchmal hast du es halt auch einfach nicht mehr geschafft. weil ich habe halt auch immer Elternbriefe bekommen und selbst bei dem ersten gab es noch so ein bisschen Ärger und irgendwann waren sogar die Elternbriefe so, ich sag so meiner Mom, ey, es kommt ein Brief. Und sie so, ja. Oh, okay. Willst du nicht mal irgendwie ein bisschen an die Arbeit? Nicht so, nee. Sie so, okay. Alles klar. Parenting 101. Ah, die haben auch schon was aus mir gezogen, du. Die meisten Mitteilungen habe ich bekommen für Hausaufgaben vergessen. Eine habe ich mal wegen Vandalismus bekommen, da habe ich einen Tisch angemalt. Da habe ich einen Tisch angemalt und da habe ich, hab ich eine Mitteilung für Vandalismus bekommen, ja. Nein. Für Sachbeschädigung war das nämlich. Ja. Klasse. Also ich hab richtig böse Sachen gemacht. Ehrlich? Ich war ein Evil-Kind. Also nein, gar nicht, so schlimm auch nicht, aber ich hatte mal einen Eintrag
im Klassenbuch. Da stand drin, Darius spielt mit einer Milchschnitte Fußball auf dem Gang. Aber warum? Weil Milchschnitte ist doch mega gut. Was? Ja, ist so. Warum kriegst du denn die Milchschnitte? Also da würde ich auch eine Mitteilung für geben. Die lag da und dann dachte ich, komm, ich bin halt ein Fußballer. Also. Ich bin ein Fußballer. Die Zeit sind auch schon länger her, oder? Bei uns haben doch mal irgendwelche Leute einfach eine lebendige Fliege zerschnibbelt, oder? Oh mein Gott! Dafür wirst du heute gecancelt, Alter, das geht nicht mehr. Die haben die gefangen und dann irgendwie mit Kleber an so ein... Oder mit Teaser irgendwo festgeklebt und dann haben die halt seziert einfach mit so einem... Wie hießen denn die Dinger, diese, wo du so einen Kreis gemalt hast mit... Zirkel. Mit dem Zirkel auch durchbohrt und so. Ey. Also richtig. Die arme Fliege ist einfach in die Sorfalle geflogen. Ja, einfach, aber einfach so unironische Warnzeichen für Psychopathen und die haben aber, es hat einfach keine Konsequenzen gegeben. Ja. Und da kriegst du einen Eintrag. Ja, nee, überhaupt nichts. Der Mann hat jetzt ein Kind. Ja, perfekt. Einer davon stimmt. Der Mann ist Vater. Ja. Ganz gut. Viel Erfolg. Der gleiche Typ hat auch mal seine Hand angezündet und dann festgestellt, es brennt. Stimmt, ja. Der hat sich so Feuerzeugflüssigkeit über die Hand gekippt und die dann angezündet. Wir wünschen allen alles Gute. Ja, alles Gute. Er hat mal die Hand gebrochen, weil er zu fest gegen die Wand geboxt hat. Auch wenn er vehement dementiert hat, dass es daran gelegen hat, aber also. Ja. Geil, ey. Ey, das war ein Kind mit sehr schweren Problemen und es hat keinen gejuckt. Ja doch, sie haben mich daneben hingesetzt. Ja, es ist niemand eingeschritten. Niemand. Na gut. Aber viel habe ich nie gemacht. Martin hätte mal fast eine Mitteilung bekommen, das weiß ich nicht. Oder war es ein Verweis, ein Fastverweis? Nee, die haben sich da übertrieben aufgeführt. Ich verstehe das nicht. Aber das stimmt auch schon mal erzählt, weil ich bin... Oh mein Gott, ich bin durchs Fenster im Erdgeschoss ins Klassenzimmer reingeklettert. Oh nein. Ja, das ist einfach nur, das ist voll praktisch und schlau. Die hätten dir dafür Props geben sollen. Eben. Ja, also ich dachte mir so, ja fuck, Tür ist noch zugesperrt. Da kommt eh gleich jemand, der es aufsperrt. Aber es dauert halt noch ein bisschen, also kletter ich schon mal rein. War es nicht sogar, irgendein dummer, nerdiger Grund, weil du irgendein Buch oder so haben wolltest? Ja, natürlich. Ich wollte halt einfach, dachte mir so, ja fuck das shit, ich will keinen Bock zu warten, ich lese jetzt einfach was. Und dann... Ja, Martin, sowas geht nicht. Nicht so viel. Genau, und also... Hat die irgendwie nicht lustig gefunden. Ich weiß auch nicht. Sehr wenig Feedback kam da. Die hat dann die Tür aufgesperrt und war so, warum sitzt du hier drin? Warst du nicht draußen? Ich so, ja doch, ich war schon draußen. Bin halt gerade durchs Fenster. Und die so, so kannst du nicht. Oh. Spinnst du, oh mein Gott. Ja. Weißt du noch, als wir den weltschlimmsten Prank gemacht haben an dem Leben? Ich hab da was im Kopf. Ist das die Story mit irgendwer hat irgendwie einen Kaffee gerotzt? Ja, das auch. Das ist auch mal passiert. Das hat irgendwer gemacht. Ja, das ist auch mal passiert. Aber pass auf, der wirklich weltschlimmste Joke war. Es war irgendwie 1. April oder so. Ja, stimmt. Und du weißt ganz genau, was ich meine, oder? Und dann haben halt irgendwie so 80% der Klasse hat so seinen Schulranzen genommen, hat sich einfach so draußen auf dem Gang so um eine Ecke versteckt. Und dann waren halt irgendwie noch so zwei Schüler im Klassenraum und dann kam der Lehrer und die zwei Schüler waren so, ja, sind heute alle krank. Und der Lehrer war so, aha, okay. Und dann ist die Situation aber auch nirgendwo hingegangen, deswegen haben die dann gesagt, ja, die sind draußen in die Ecke. Und dann ist die Lehrerin rausgekommen und wir sind da alle gesessen. Und dann stand die Lehrerin und dann hat sich aber auch irgendwie keiner getraut, so richtig loszubrüllen, so, verarsche. Und waren einfach alle auch einfach nur still und dann meinte die Lehrerin, irgendwie so, ja, dann kommt doch jetzt wieder nach drin. Kommt bitte einfach rein. Ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Dann sind wir alle reingegangen und dann war es dann auch. Das war genauso peinlich, wie es sich anhört. Ja, bei uns war das ein Ding, wir hatten so einen Schrank im Klassenzimmer, es war ein Ding, sich darin zu verstecken und manchmal hat es wirklich geklappt, dass die Lehrer das nicht gecheckt haben und dann war es die Challenge, wer bleibt die ganze Stunde da drin? Der Schrank, ja. Ja, die Story haben wir schon mal erzählt. Haben wir erzählt, oder? War schon mal früher, aber wir können die nochmal wiederholen. Martin, gib uns die Erde. Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist mir irgendwie der Wind aus den Segeln. Was soll ich sagen?
Wo die, ja, wo halt die ich glaube, die war auch nicht gut drauf an dem Tag. Die, weil da hat sich ja auch in der Pause dann im Schrank auch versteckt, weil er dachte, haha, ist lustig, weil er dann da mitten in der Stunde rauskommt. Aber sie war irgendwie komplett dann und er kam dann raus unter der Stunde, die lief ja dann schon irgendwie 15 Minuten. Sogar, sogar ein bisschen lustig auch, um ehrlich zu sein. Ja, war's auch, also für uns alle. Vor allem, weil er kam dann da raus und sie schaut ihn einfach komplett tot an und sagt, nö, jetzt bleibst du drin. Er wollte dann auch wirklich reingehen, aber sie ist dann auch noch hingegangen und hat den irgendwie so zurück zum Schrank geführt irgendwie. Ja, okay, what? Also, ey, was machst du überhaupt da drin? Und so, ja. Gott, ey. Ich habe noch eine bodenlose Geschichte. Ja. Aus der Grundschule, wo ich insane Ärger für gekriegt habe. Es war so ein Ding, dass jeder in der Grund... Das war Grundschule. Mhm. Und jeder... Es war ein Ding, dass jeder in der Grundschule hat ja so sein Ort für Bücher und irgendwie so ein Regal, wo jeder sein kleines Fach hat, ne? Da konnte man seine Bücher hinlegen. Ist das so? Natürlich zum ersten Mal. Genau. Und noch dazu gab es so ein Regal, wo jeder von uns so wie so einen kleinen... Ja, so einen Kasten hatte. So eine Box, wo man Sachen reinmachen kann. Da waren bei den meisten immer so Schere, Kleber und so Sachen drin, die man halt in der Schule haben sollte. So. Mhm. Jeder hatte so eine Box und ich saß direkt mit meinem Tisch neben dem Regal, sodass ich ohne aufstehen zu müssen darauf zugreifen konnte. Und ich sag mal so, direkt neben mir war eine Box, die war frei, die gehörte niemandem. Zumindest dachte ich das. Mhm. Und also stand, glaube ich, ein Name drauf, aber die war halt leer. War nichts drin. Also dachte sich der Darius so, Mensch, das ist ja auch quasi genau so, dass ich da rankomme, ohne aufzustehen, dann kann ich als Mülleimer nutzen. Und dann habe ich da immer jeden Tag so meine Kakaopackungen und so reingeschmissen, Digga. Und ohne Witz, wo das aufgeflogen ist, war das Ding schon echt voll. Das war so widerlich, Alter. Das war so boah, das war einfach das mein Mülleimer. Ja auch. Das war einfach der leere Kasten von Tim, war einfach mein Mülleimer. Diese Kakaomilch schimmelt ja auch einfach irgendwann, oder? Ja, das war richtig räudig schon. Scheiße. Tut mir leid, Tim. Kakaomilch. Ganz viel Erfolg. Ganz oft. Wir wünschen ganz viel Erfolg, ja. Den ganzen Laden leer gekauft von den Dingern. Stimmt, wir hatten einmal, als wir gerade so Sexualkundeunterricht hatten, ja. Hat unser Lehrer angekündigt, okay, nächste Stunde gucken wir eine Dokumentation über Sperma. Oh fuck, ey. Und dann haben wir uns in der ganzen Klasse halt irgendwie so Vanillemilch gekauft. Ah. Und die wir dann mitgenommen haben und die ganze Kinder Stunde sind so einfach. Das ist wirklich immer so, Sperma. Das Milchwichs. Stimmt, wir haben das Milchwichs genannt. Ja. Hast du Wichs? Aber das war dann ein wöchentliches Ding irgendwie. Immer wenn wir dann Biologie hatten, kurz nach der Pause, haben wir die irgendwie, jeder saß dann da mit 5 so Milchpackungen. 5 so Milchwigs. Ja, genau. Oh Gott. Das war dir lustig, Alter. Es war aber, ganz ehrlich, es entbehrt nicht eher gewissen Komik, das Ding Milchwigs zu nennen. Ja, es hilft ja wirklich nichts. Es hilft doch einfach nichts. Halt Was willst du machen? Das ist halt schon auch ein bisschen lustig, kann man sagen. Ja. Weißt du, was immer asozial war, Schule? Oh, Thema Schule, wir sind aber auch wieder einfach originell, ey. Originell, ja, und ich glaube, das Thema hatten wir auch bestimmt schon ein, zwei Mal. Mit Sicherheit, ja. Ich glaube, der asozialste Bereich, in dem ich je in meinem Leben war, sind so Jungs umkleiden. Jungs umkleiden in so einer Sporthalle. Digga. Das war wirklich gottlos. Im allerwahrsten Sinne des Wortes war das gottlos, ey. Ja. Junge, wurden da Sachen gesagt oder gemacht, du. Sachen passiert, für die würdest du heute. Für die hättest du heute irgendwie ein MeToo-Movement. Und zwar zu Recht, weil da sind Sachen passiert. Aber ja. Echt, Alter. Ich glaube, da war bestimmt auch die ein oder andere sexuelle Belästigung dabei. Ja. Und Nötigung. Zu 100%. Zu 120% sind da Unterhosen versteckt worden und Leute unter die Dusche irgendwie. Zu 100%? Ja, das kann ich glaube ich sagen. Das ist MeToo-relevant, was in diesen Umkleiden passiert ist. Yeah.
Da sind aber mal, weil war es bei euch auch so, dass dann die Sachen, ach, ach mit dem Dingsbau, dass die Mädchen und die Jungs umkleiden immer so relativ nebeneinander waren? Natürlich. Ja, mhm. Digga, da sind Sachen oben drüber geflogen. Kannst du mir aber erzählen, was du willst. Ach so, nee, das so, waren abgeschlossene Räume. Ja. Naja, ja, aber, nebenan, aber. Genau, nebenan, aber so, dass du theoretisch oben war halt Luft. Nee. So, nee. Und da konnte man okay, schon, okay, da war schon eine Wand. Es waren einfach Räume, ja. Bei uns war halt oben Luft und da sind Sachen rüber geflogen. Da kannst du na prima. Ja. Wer dachte denn, dass das eine gute Idee ist? Ja, aber wirklich, ne? Dieses Kack-Schwimmbad, ey. Ich komm hier nicht raus, da ist Hilfe! Hey! Du Opfer! Ich wollte eigentlich Otto sagen, Entschuldigung. Das macht schon Opfer nicht mehr. Ach, weiß ich nicht, wollte nicht zu so gut sein. Nett sein, Leute, nett sein. Nett sein, stimmt, ja. Leute, das ist nicht Sonntag. Nicht Sonntag. Bleiben. Noch nie Sonntag. Ja, ja, dann haben wir richtig was geschafft hier. Haben wirklich was geschafft, ey. Ist ja unglaublich. Das Ding ist durch. Erstmal. Wie wird das durch? Hier ist noch eine Tür da ist. Durchgespielt. Ey, Tom, das schaut geil aus. Das ist das erste Türchen gewesen. Sind wir sind jetzt auch schon im September. Ah, genau. Wir sind ja jetzt auch schon im Februar, ne? Also wenn ihr die Folge seht, für uns ist gerade Januar. Wir haben ein bisschen vorproduziert. Wir haben ein bisschen vorproduziert. Nur ein kleines bisschen. Ja, komm, 4 Minuten noch, dann haben wir die 2 Stunden Folge. Das muss jetzt auch noch. Martin? Das sind echt viele Folgen dann. Ich habe kein Akazienholz mehr. Ist da... Oh Gott. Wie schnell meinst du, dass du eine Lösung bekommst? Wird das ein längerfähiges Ding, oder? Mann, pflanz die doch einfach mit und bau die ab. Ich glaube nicht. Nee, das will er ja nicht. Okay. Das dauert dann, ja zu lang. Dann mach ich das. Aber also ein paar Mal okay, dann mach ich das nicht. Ein paar Mal wirst du wahrscheinlich noch fliegen können, aber ich finde eine Lösung. Dann mach ich das. Das wäre sexy. So. Ich muss dann auch gleich hochfliegen und dann mal mein Gebilde hier begutachten, ob dort hier was taugt. Begutachte dein Gebilde. Ha. Ey, das wird echt nice. Ich hab da Bock drauf, das zu sehen, wenn es fertig ist. Ja. Mal gucken, was macht. Ich hab Bock, das zu bauen. Oh, ja doch, sieht schon geil aus. Da ist eine Taste. Ah, ich guck mal. Doch, das ist mega. Oh ja, wird was. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, weil die Pläne hast ja du. Yes. Aber ich habe schon mal gesagt, was geil wäre von außen, also wenn man jetzt mal von Reworld City auf das Gebilde guckt, wenn du mal so anfängst mit Beleuchtung, habe ich mir überlegt, wie geil wäre das denn, wenn die USB-Sticks außen von innen so leuchten würden. Oh. Ja, bräuchte ich Seelaternen und die, glaube ich, provided Martin sogar. Haben wir. Alter, Martin ist ein Provider. Haben wir. Ich habe ja das jetzt neu fertig. Also ist noch nicht fertig dekoriert, aber das ist technisch alles voll funktionsfähig. Fliege jetzt mal hin und guck mir das mal an und dann gehen wir raus aus der Folge. Wollt ihr da alle mal hinkommen, dann können wir uns zusammenstellen. Oh ja. Ja. Also wo jetzt? Zu Martins Ozeanfarm. Oh, nice Storm, das sieht gut aus. Ihr könnt euch auch einfach TP'en, ist okay. Ja, also ich fliege jetzt schnell hin und dann... Genau. Das sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Das ist geil. Dankeschön. Wie heißt du? Achso. So. Wo treffen wir uns? Bei Martins Ozeanfarm. Leck mich! Achso, ich dachte, dass wo du ist die? Gebaut. Wo ist die? Aber holy shit, Martin, hast du die weiter gebaut? Oder ist die fertig? Ein bisschen. Nee, Alter, sieht die krass aus. Ich bin hier noch lange den nicht fertig. Tippet euch, Jungs. Zu Jan oder zu mir. Ist was dabei. Ihr habt noch eine Minute, dann ist 2 Stunden voll. Das ist noch ewig und ewig ist das hier Work in Progress, glaube ich. Ja, du musst ja auch immer 15 bis 30 Sekunden Intro dazu rechnen, ne? Oh! Aber ja. Wow! Das ist, was ich hier was zur baue. Hölle passiert denn hier? Das hab ich ja noch nie gesehen! Martin! Das ist wild, oder? Ja? Alter! Also, weil ich hab... Geiler Ficker, was baust du hier? Das ist... Ich bin fast die Deko. Alter, das sieht so geil aus. Ich will hier, dass man an allen 4 Ecken sich hochbabbeln kann und dann kannst du von da aus in die Mitte reinlaufen. Aber ist der vierte Turm steht noch nicht und die Türme müssen auch noch ausgearbeitet sein und so. Holy Schmidtmeier, Martin! Aber wenn man hier steht, dann drödelt die Farm so richtig. Wie geil ist das denn? Geil. Ich hab richtig Spaß. Man sieht das dann, wenn man jetzt runterfliegt mal. Dann sieht man auch, glaube ich, wie die Viecher da hier noch rum
rumbobbeln. Ja, nee, sieht man gar nicht, weil wir zu viele hier sind, aber das macht nichts. Alter Falter, ey. Ja, doch, ein paar fallen runter. Ja, sehr gut. Es ist wirklich der blanke Wahnsinn. Und du kannst dann, Darius, ich zeig dir das mal. Warte, wo bist du? Ich komm runter. Servus. Ah, hi, genau. Hier dieses Loch ist dann das Lagersystem dafür. Sind da wieder leere Kisten? Da sind ganz viele leere Kisten, aber auch einige volle. Boah, Marlin, das ist wirklich insane. Vor allem hier am Anfang, da sind dann die Kristalle und die der ganze Scheiß. Was geil. Ja. Ist das geil, Alter. Okay, stellen wir es zusammen, Jungs. Ja. Yes. Wo denn? Ah, einfach hier. Ja, stimmt. Kommt einfach hier hin. Ich mach F5 und dann mach ich F1. Oh ja. Darius macht die Abmod. Das waren ein paar wunderschöne Folgen von Minecraft Reworld. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Falls ja, zeigt es uns in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. In diesem Sinne, hört Toms Musik, guckt meine Videos, hört Jans Musik, folgt Martin auf Facebook. Wir sehen uns in der nächsten Folge Reworld. Macht's gut. Tschö mit Ö. Ciao. Ja, ciao. Tschö.